Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They lived in peace until hunters took their dad away. And they had to go on the run. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. They discovered a secret hideout where they could train day and night. They were happy. But the little wolf got very sick, and they had to move on. The brothers made it to the home of their ancestors, and the old wolves took care of them. Unfortunately, the hunters were hot on their trail and found them. The brothers had nowhere to stay again, so they decided to keep going south. They soon entered the old forest of the giants, where they met a pack of stray dogs who worked in a secret farm. The brothers joined them and worked hard to stock up on gold for the future. They were happy to find others like them, and everybody loved the little wolf, who was growing up fast. His power was growing too. The little wolf was more and more confident and independent. The big brother hooked up with a cool she-dog. They had their own adventures. Suddenly, the mean farmers who owned the land tried to hurt the brothers. The little cub was injured. He transformed into a super wolf and destroyed everything. The big brother was badly wounded. And worse, he didn't know where the little cub was. Und damit herzlich willkommen zurück zu Life is Strange 2 und dem Start von Episode 4. Ja, letzter Part hat nicht so gut geendet. Daniel ist sonst wo und wir haben da so einen Glassplitter im Auge gehabt. Das ist schmerzhaft und nicht ganz so vorteilhaft. Ist das nicht der Park, wo wir am Anfang waren? Ja. Warum wird uns Daniel das gezeigt? Da waren wir ganz am Anfang in Episode 1. Daniel wird ja wohl kaum bis dahin zurückgelaufen sein. Ich merke, an diesen ganzen Anfangsszenen von den Episoden kann ich mich überhaupt nicht erinnern. So die grobe Story habe ich noch im Kopf, aber diese ganzen kleinen Extraszenen, die quasi irrelevant sind, gar keine Erinnerung mehr daran. Hey, Sean. Hey, Daniel. I'm sorry. Ja, solltest du auch! I didn't mean to. It was a bad idea. I got was. Ist das wirklich so? No way. Was hätte ich dir erst gesagt? It's all good. Wish I listened when you tried to stop me from going with Finn. I was too pissed. It's okay, dude. Nein, ist es nicht. And that's all that counts. So, why don't you come and get me? Niemand hat da gerade ein kleines Problem wahrscheinlich. I'm alone, Sean. I don't know what to do. I'm scared. Don't get so close to that edge. Please. Come and get me. Yes, I swear. Stop!
Alter, meine Frisur ist jetzt noch schlimmer als vorher. Was sollte die Scheiße? 2 Monate nach der Explosion. Was? Excuse me? Ich hänge hier seit 2 Monaten im Krankenhaus rum? Na gut, die lassen mich bestimmt noch nicht so freiwillig wieder gehen, ne? Daniel. I keep having these nightmares since I came out of the coma. Zero depth perception. Goodbye, Sports. Ja, stimmt, ihr fehlt da irgendwie so ein Auge, ne? Ja, kritisch. Ey, die Frisur ist wirklich noch schlimmer als vorher. Was soll das? Yeah. Thanks for the card, Agent. Can't wait to text you. Maria Elena Flores, Special Agent, Seattle Division. Vom FBI. Wenn du erstmal das FBI auf dich aufmerksam gemacht hast, dann weißt du, dass du richtig kräftig verschissen hast, Bruder. Can't even focus on the page. This sucks ass, man. Deine Handschrift ist ja richtig scheiße. Wochenlang im Koma. Blind und gearscht. Japp. Und in Polizeigewahrsam. Perfekt. Bald geht's in den Knast. Joa, ich drehe in Krankenhäusern durch. Bla. Doch ich bin jetzt scheiße. Keine Tiefenwahrnehmung, keine Kunst, kein gar nichts. Konzentration, sofort Migräne. Mhm. Special Secret Agent Flores, das ist die, okay. Sperr mich ein oder vertrau mir. Daniel ist immer noch irgendwo allein draußen, alles klar, optimal. Ah, am 11.04. hat er Geburtstag, aha. Claire und Steven haben mir einen netten Brief geschickt. Ich bin so einsam, dass ich ihn 2-mal gelesen habe. Komisch, dass ich sie jetzt vermisse. Es ist so cool, auch von Captain Spirit zu hören. Ich bin froh, dass es ihm gut geht. Okay. Nächste Mal. Ich wünschte, ich könnte Cass nochmal spielen hören. All diese Lieder sind fort, aber nicht unsere gemeinsame Zeit. Ja, das wünschte ich auch. Ich habe Daniel übel mitgespielt. Ich habe Finn zu seinem Bruder werden lassen. Naja, nein, eigentlich nicht. Das ist seine Schuld. Yay. Stupid reality shows. Interessant übrigens, dass die nicht irgendwie... Ja gut, okay, vielleicht haben sie eine Wache vor der Tür stehen, ne? Ich würde gerade sagen, nicht irgendwie angekettet haben oder so. Aber ja, wahrscheinlich haben sie irgendwie eine Wache vor der Tür. Krankenhausfraß, geil. This must be my punishment. Ja. Oh, Cassidys Brief. Was? Wir haben einen Brief von Cassidy. I miss Cass so much. Wie hat sie den denn geschrieben? I wish I could hold her. Oh boy. Das heißt, ihr geht's gut. Hau die Stadt, Junge. Ich wette, du bist überrascht von mir zu hören. Ich habe nach meiner Befragung von der Polizei erfahren, dass wir im selben Krankenhaus waren, aber erst bei meiner Entlassung vor einem Monat. Also schreibe ich dir und hoffe, du bekommst diesen Brief. Ich wünschte, ich könnte alles sagen, was ich sagen möchte, aber du weißt nie, wer mitliest, richtig? Falls irgendwer anders das liest, fick dich. Ich hoffe wirklich, dass es dir gut geht. Ich selbst erinnere mich nicht an viel außer der Explosion in Merrills Büro. Und dann bin ich im Krankenhaus mit einem Aufprallverletzung, halt, und dem, was die Ärzte Explosionstrauma der Lunge, tut weh, nennen, aufgewacht. Ich bin nur froh, dass ich noch Gitarre spielen und singen kann, auch wenn mir nicht danach ist. Du lernst eine Menge über Medizin, wenn du in einem Krankenhaus festsitzt. Aber das weißt du ja, mein süßer Compadre. Ich arbeite noch an dem Espanol, ich vermisse meinen Unterricht und meinen Lehrer. Du weißt vermutlich mehr darüber, was vor sich geht, als ich, aber Hannah, Penny und ich wurden ohne Anklage entlassen. Na, das ist doch schon mal gut. Die Polizei hat sich gefreut, eine Farm voller Drogendealer hochzunehmen, statt ein paar Vagabunden, die auf dem Feld arbeiten. Wir haben nach dir und Daniel gefragt, aber keine Antwort bekommen. Überraschung. Da Finn und du weg seid, ist unsere Zugfamilie irgendwie zerfallen. Wir sind jetzt ein einsames Trio und reisen per Zug durch den Staat, doch es fühlt sich wie im Kreis ins Nichtslaufen an. Hannah und Penny sind nicht dieselben und wir streiten uns zu oft. Ich bin mir nicht mal sicher, dass wir noch lange zusammenbleiben werden. Scheiße verändert sich, richtig? Vielleicht habe ich eine Reihe neuer Blues-Songs für die Straße. Ich weiß, du stehst bald wegen der Sache in Seattle vor Gericht und dass du die Gerechtigkeit und Freiheit bekommen wirst, die du verdienst. Du und Daniel seid unglaubliche Brüder und ich hoffe, ihr findet bald euren Weg nach Hause. Ich hoffe, wir können unter einem neuen Mond erneut nackt schwimmen gehen. Es ist eine große Welt und vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Ich werde immer dein Lied singen. Liebe und Frieden, Cassidy. Ah, ja, Cassidy. Schöne Erinnerung, aber auch schmerzhaft, weil sie jetzt halt weg ist, ne?
Joey rufen. Müssen wir das? Scheint so, ne? Wer auch immer Joey ist. I'm supposed to call the nurse when I'm done eating. Ja, I guess I'm okay. done. Wie aber gerade sagen, scheinbar bin ich fertig. Na dann. Das funktioniert richtig gut. Kein Feedback, kein gar nichts. Hämmer noch ein bisschen drauf rum. Ernsthaft jetzt? Muss ich warten, bis der irgendwann antanzt? Ah, oh, ich kann zeichnen. Oh, wow. Okay. Schauen wir doch mal, was du noch kannst. Ja, okay, Sicht ist ein bisschen eingeschränkt, das stimmt. Kritisch. Ich frag mich ja irgendwie auch, wie wir hierher gekommen sind jetzt eigentlich, ne? Hat irgendwer diesen lauten Knall oder so gehört? Oder bzw. den So ganzen hard to Krach? focus. Weil ich glaube nicht, dass Meryl die Polizei Gotta gerufen hat. practice way more. Not giving up. Und Finn und Co. I guess wahrscheinlich that's auch an okay nicht. start. But I can keep going. Ja, sieht genauso gut aus wie vorher, würde ich sagen. Hat sich nicht viel geändert. Wäre halt auch cool gewesen, wenn man jetzt wirklich auch im Ergebnis quasi nachher sieht, dass er jetzt eingeschränkter ist, aber er erzählt einem das halt immer nur. Im Endeffekt sieht es genauso aus wie vorher. Gitterstäbe. Das Bild ist einfach so gelassen. Warum musst du da jetzt noch irgendwas reinkritzeln? Joa, naja, ist This okay. room feels like a prison. But I'd rather stay here than go to Jolina Shore. Wo ist Jolina Shore? Whatever. Ach so, meinte damit den Knast? Afternoon checkup. Maybe. Ah, ja, okay, da ist auf jeden Fall wer vor der Tür. Über der gerade geredet. Good day, Sunshine. Hey, Joey. Jo. Was geht? Hey, man. That looks like it might have been food. Hard to tell. Ha ha. Never heard that before. Oh, somebody is in a bad mood. Sorry, Joey. Not feeling it today. I don't blame you. But maybe I got something to cheer you up. Pecans and chocolate? Uh-oh. There's that smile. Thanks, Joey. So how you feeling today? Any headaches? Socket pain? No. It's all good. Well, this is your final test before... you know. Before they... check you out. Check me out to Juvie. Yeah. Okay, let's see. Ja, nice. You know the drill. Don't blink and just stare at the light. Yes, nice retina response. Okay, now try to follow the light as well as you can. Lass mich doch auch selber machen hier. Hilfe, der hat mich verarscht. Ich dachte, er geht runter. You've been there before. Good, good. Ah, Junge, ich kann meinen Kopf noch Keep bewegen. Ich going. Bin ja echt blöd. Quick response. Nice. Remember, to see objects on your left side, you gotta turn your head more now. Yes. Ja, ich weiß. Looking Krieg ich good, hin. Sean. Now try to align your pen with mine. Was? I'll try. No rush. This is tough. Bist du schon fertig? Wege mit L, dann Stift und prüfe mit A über Joyous. Ach so, oh, in der Tiefe. Lol. Okay, warte, ich würde sagen. Da so. Your depth perception will always be affected. So you gotta try harder. Shit. Da irgendwo. Yeah, I know. Was? It's hard. So weit hinten? Immer noch zu weit vorne. WTF? Kann man das überhaupt schaffen? LOL? Stress on you and your eye. Was zum? Remember, your depth perception will always be affected.
Gibt es jemanden, der das direkt schafft, der das schafft, ohne zu wissen, wo man hin muss? What the fuck? Patient entlassen, ja, scheiße war's. Patient cleared. Send him right to jail. Do not pass go. Do not collect $200. I always hated that game. Ich auch, weil es so fucking lange dauert. You can't rig the exam, Sean. It's time we release you. Sorry. Your vision has improved a lot. Now you don't really have severe side effects anymore. Yeah. Auch wenn davon ich halt nicht sehe, wo der Stift war, offensichtlich. I do have to tell them the truth. But first, let's clean this dressing. Hey, sure hope you're watching the door like your phone. Oh, come on. He ain't going nowhere. Great. All I do is watch him. Yes, true. Your job. Das ist wohl die Agentin? Oh ja. Do you mind if we talk alone? Mind if I finish with my patient? He looks good for now, right? Just come back when I'm finished with him. Sure. Eine von der ungeduldigen Sorte, ja? I'll swing by later, Sean. Stay cool. Na, was will die mir jetzt auftischen? Will die mir sagen, in welchen Knast ich komme? So, how are you feeling today, Mr. Diaz? Amazing. Did you find Daniel? I want to go over this again. Oh, boy. I've been telling the same fucking story for 3 weeks. How much longer? Until it makes sense. Until you get it right. So, silence isn't gonna help you now. Listen close, Sean. Tomorrow you're going to Jolena Shore and you'll be arraigned in court for the murder of a Seattle police officer. Ja, you might spend the rest of your life in prison, or you can talk to me. Ja und? Wenn ich mit dir rede, was ändert das dann am Ausgehen? So, der Polizist ist trotzdem tot und im Endeffekt ist es mehr oder minder unsere Schuld, Daniels Schuld, wie auch immer. Also... Ja. I didn't kill anyone. Nö, wenn dann war's Daniel. So, who did? You do know. It's just, I can't. Was Daniel involved? Is that why you can't talk? No, no way. And you're absolutely sure your dad didn't go after the officer? Ja, definitiv. Are you shitting me? That officer freaked out and shot him in front of me and Daniel. Just guilty of being... who knows? I hear you, but... you're sure you didn't get upset and go after the officer? It happens. Jesus, no! Look at me! Okay, let's just jump ahead. Tell me what happened in that farm in Humboldt. The place looks like a tornado wiped it out. Yeah, well, that's basically it. I've told you so many times. I have no clue why the place was trashed. I passed out. Plus 3 seriously wounded, along with you. And a missing child. Nobody's statement matches with each other. Und trotzdem müssen die anderen entlassen? Sean, wow, okay. Interessante Polizeiarbeit. Also. Can't you see I want to help? So you haven't found my brother? We might have some leads. You can help by telling me the truth. Okay. Fuck. The robbery. Whose idea was it? Haha, Finn. Or yours, huh? Wir alle waren das. Was für wir alle? Dann würde ich ja Kessel die automatisch mit reinziehen. Ich bin doch nicht behindert. Excuse me. Natürlich war es seine Idee. Scheiß auf den. Finn. It was his idea to rip off Mero. Did he force you to help? Or did you go along with Nein, ich bin gefolgt, um Daniel da rauszuholen. Hallo, wieso hab ich die Option nicht? Hä? Lol? Wieso habe ich die Option nicht? Nein, mitgespielt habe ich nicht. Also hat er automatisch gelogen, oder was? I don't know. What the fuck? He lied. I didn't want to help. But he got Daniel involved. Ah, okay. I swear. Ja. Danke. Swear. I didn't think anything like this was gonna happen. Nobody does, Sean. Until it's too late. Yeah. Now I know. And what about Cassidy? Ooh. She planned all this with Finn? Was? Nein!
Sie war dagegen oder ich hab's versaut. Ja, was ist das jetzt schon wieder für eine Wahl? Das sind doch beides keine... Doch, okay, das eine ist eine Antwort auf die Frage, aber das andere ist keine Antwort auf die Frage. Was heißt denn, was sagt das denn jetzt aus? Ich hab's versaut. Nein, sie war dagegen, fertig. She was against the stupid plan. Ja. She had nothing to do with it. Your friends are learning the hard way. They didn't deserve it. We all make mistakes. Yeah. Ja, aber manche sterben dabei, manche nicht. Are worse than others. Ja, genau. By the way, we contacted your grandparents in Beaver Creek. Ooh. They can visit you after you're transferred. Might be a while, but you do have a support group. We couldn't track down your mother, though. Sorry. Ja, natürlich nicht. Good. What about Daniel? You said you had leads. I said might. Also quasi Polizeisprech für sag mir einfach, was ich wissen möchte, aber ich sag dir trotzdem gar nichts und wir wissen eigentlich auch nichts. Yeah. Sorry, Finn. Nope, not sorry. Ups, oh, der sagt noch was. Ah, jetzt habe ich ihn abgewürgt damit. Lucy Rose Jones, so heißt Cassidy eigentlich. Lucy Rose Jones, das ist ein richtiges Scheißbild übrigens. Das sieht ja mal komplett tot aus, Alter. Was ist mit ihr? Holy fuck. Lucy Rose Jones, interessant. Ich glaube, der war erstmal beschäftigt genug, damit seinen eigenen Arsch zu retten. Jonathan Merrill. Aha. Sorry, Hannah. Okay, Hannah heißt wirklich Hannah. Hope the cops didn't mess with Penny. Prison would fuck him up. Baptistine Michael. Definitiv gut, dass er sich Penny nennt, ja. Wow. Lucy Rose Jones. Hm, das ist ein interessanter Name. Well. Jetzt muss ich warten, bis sie fertig gequatscht hat, oder was? Oder kann ich aufstehen? Nö, scheinbar nicht. Sorry about that. Ah, also. Okay. So what's going on with Daniel? You really have leads? Yes, we do. That's our job. The Bureau put his profile out over 4 states. Yeah, wow, das ist so ja... We are on the case. Also habt ihr nichts. Also habt ihr absolut nichts. Lol. WTF. You lied to me. You have no leads. You have no fucking idea where my brother is. I don't lie, Sean. But you did. And your brother is paying the price. Hä? Ich hab dir gerade dauernd die Wahrheit gesagt. Zu allem, was du mich gefragt hast, habe ich die Wahrheit gesagt. I'm done. Lol. Anyway. Thanks for talking to me. Ja, klar. Kein Ding. I'll be back tomorrow to take you to Jolina Shore. Alles klar. Was wollte sie jetzt? Für was war das gut gerade? What the fuck?